Er will, dass sie in die Küche geht und ihm ein Sandwich macht, aber sie sabotiert das Essen und bringt ihn zum Bluten. Ein Mann vor dem Fernseher schreit zu seiner Frau, dass sie ihm ein Sandwich machen soll. Nachdem sie ihm sein Sandwich gebracht hat, geht sie wieder stricken. Kurze Zeit später will der Mann noch ein Sandwich. Wütend darüber gießt sie diesmal Flüssigseife auf die Putenwurst. Er merkt es nicht einmal und verschlingt sein Sandwich trotzdem. Danach geht sie wieder stricken und wird erneut von ihrem Ehemann aufgefordert, ihm ein Sandwich zu machen. Diesmal macht sie Katzenscheiße rein. Und schon wieder lässt er sich nicht vom Geschmack irritieren und beißt genüsslich in das Sandwich. Weil der Fettsack immer noch nicht satt ist, will er noch ein Sandwich. Diesmal ist die Frau aber wirklich böse, lässt natürlich aus Versehen ein Glas fallen und legt eine ziemlich große Glasscherbe in das Sandwich. Der Mann ist ein wirklich zäher Hund und zeigt sich wieder unbeeindruckt vom Geschmack, außer dass ihm diesmal Blut aus dem Mund strömt. Am Ende sieht man das Skelett vom Mann und die Frau macht ihm wieder ein Sandwich.